sehr gefährlich, Alter, hier. Sofort das Schild durchbrochen haben die. Wenn die Abklingzeit wirklich noch krasser ist, dann habe ich auch dieses AOE die ganze Zeit. Das wäre halt heftig. Wir quatschen jetzt hier rein, wenn ich mich mit dem beschäftige. Ach, die da oder was? So ein Vorbote der Hölle. Wenn viele hier sind, dann kommen sie auch nicht, weil sie Strangers sind hier. Sei halt noch mehr. Sechzehn von 32, krass. Prozent erhöhte Gegenstandsseltenheit. Stufe 55% erhöhter Erfahrungsgewinn. Was ist denn hier los, ey? Gar nicht gesehen. Ich dachte nur 10% oder so. 55% ist halt schon krass. Oh, aufpassen. Keine Reaper-Form mehr hier. Jetzt aber wieder, hat gut durchgehalten. Diesen Loot hier noch mitnehmen. Wir müssen noch weitermachen. Ich dachte 40% ist viel, aber jetzt haben wir 55% XP. Ist ja gut, dass es so ein Bonus gibt, sonst kommst du ja nicht höher, ey. Schon wieder. Aussaugendes Odachi der Graupel. Schon wieder. So. Deität, eine große Schandgift. Ah, ich musste die Reaper-Form nehmen, sonst würde ich ja gewonnen hätte. Ich war so low HP. Ich hoffe, dass die Endrüstung mir nicht auf so viel Leben nimmt. Das ist ja Katastrophe hier. Ich finde, die ist ja echt gut. Auch die Map ist super gemacht. Man muss nicht ganz so viel suchen. Man muss echt nicht ganz so viel suchen. Komm nicht darüber. Doch, geil. Ey, super, da muss ich da nicht außen rumlatschen. Super, dass ich darüber komme. Okay, Reaper Form ist aus. Gesundheit ist low, muss aufpassen, wenn das Schild weg ist. Direkt weg. Ich gehe mal nach unten, dann müsste eigentlich ziemlich schnell Ende sein. Weil wir noch 10, es ist ja viel hier, was wir noch haben. Ich glaube nicht, dass das eigentlich worth ist, aber ich mach das halt einfach. Vielleicht gibt es in der nächsten Runde dann noch mehr XP.
Aber das, der richtige Loot kommt dann erst auf Ding hier, auf Corruption, wie das Ding heißt. Aber bis dahin muss der Charles sich ja trotzdem irgendwie verbessern, ne? Das ist ja schmarrn. Habe ich ja noch einen weiten Weg bis nach oben. Muss aufpassen, ich habe gar keinen Sinn hier. Die HP direkt steigt, wenn das ausläuft mit diesem Prozent. 20. Aber am coolsten finde ich das mit dem Offline-Modus. Das ist halt ultra. Theoretisch könntest du, bevor du irgendeine große Entscheidung triffst, das Safe Game halt backupen oder so. Ich hab schon gebackupt, aber nicht nochmal. Ich habe das gemacht, wo ich überlegt habe, hey, vielleicht skill ich bei dem einen Tentakelboss um. Hat er sogar in einem Video gesagt, es ist beschissen. Der Boss ist beschissen. Ja, sehe ich das nicht nur ich so. Und war halt als Melee halt nochmal eine Stufe schwerer. Weil du dich natürlich ja nicht bewegen durftest. Nicht stehen bleiben konntest, um Schaden zu machen. Aber bin durch. Zack, passt. Hin oder her, passt. Irgendwas Cooles? Qualität, Intelligenz, Widerstand, Rüstung, weiterer Bereich, wer weiß. Noch so ein Teil? Rüstung, gute Kristall. Was, das ist das? Rüstung, erhöhte Kristallverhandlung, aber Diener-Scheiße. Vitalität, nekrotische Schaden. Halt Diener-Scheiße, man, aber das ist halt so viel krasser als mein Level 34. Nur das hat so viel Gesundheit. 13% Gesundheit verringert. Und auch noch plus Gesundheit, aber das ist halt so krass. Sonst. Tabings für mich auch nicht geil, aber. Meine Gesundheit geht da drunter, so eine Scheiße. Was kann ich denn mit dem jetzigen noch machen hier? Mana. Giftwiderstand. Nee, stopp. Spinnst du? Ich kann halt hier nicht wirklich viel machen. Mann. Und würfelt die Werte aller Fixe neu aus. Das würde ich sogar testen hier mit dem Neuauswerten.
Gesundheit, Mana, Giftschaden. Neu auswerten. Aber was heißt das jetzt? Ich habe immer noch Mana, Giftschaden und Gesundheit. Was heißt denn neu? Würfelt die Werte aller Affixe eines Gegners in der Länge neu aus. Hat er, finde ich, nicht gemacht, meiner Meinung nach. Gesundheit, so ein Schmarrn, Alter. Naja. T5 ist das höchste halt. Wieso darf ich eigentlich nicht mehr? Ich habe doch noch Schmiedepotenzial. Na doch, jetzt darf ich hier. Ob das jetzt besser ist, alles, bin ich mir nicht sicher, aber gut. Es gibt halt alle Gegenstände mit verschiedenen Würfeldingern. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut gemacht habe, was ich gemacht habe eben. Aber ich habe es halt einfach gemacht. Wie so oft. Wie so oft einfach irgendein Blödsinn gemacht. Aber ich habe auf jeden Fall mehr Rüstung, ob das jetzt was viel bringt. Braucht immer wieder eine nette Kette. Ich glaube, ich krieg jetzt mehr auf die Fresse. Schauen wir mal. Oh, wieder mit diesen Dingern. Mit diesen Haubitzen hier. Erfahrungsgewinn nur 20, okay. Das ist ja auch nett. Ey, bin ich... Oh mein Gott. Wild, wild, direkt rein. Direkt rein da. Anstatt herauszugehen. Das ist crazy. Das ist crazy.
komme ja von da irgendwie. Oh, das ist Gestalt ohne nix. Normale Gestalt. Ich darf hier ja nicht stehen bleiben, oder ich mach böse. Okay, Gestalt wird ist leer, geht aus. Geht leider aus hier. Muss ich echt so risky spielen hier. Ich dachte mir, die sind jetzt nicht so krass, aber hätte schief gehen können. Schief gehen können. Oh, Gestalt ist weg. Scheiße. Die sind, glaube ich, noch okay, aber diese Haubitze da. Aber ich glaube, die macht nichts, ne? Die macht nur hier. Die macht nur hier das Ding da hier. Die macht nur diesen Kreis da. Und tötet sich damit selbst. Was, das war schon nicht zwei? Beim anderen waren zwei zumindest. Ich meine, wenn man durchrushen will, könnte man das nächste Deck machen. Das geht ja. Gäste, um die Dinge wegzumachen, das ist ja tap. Jo, Diese Gänge oder dieses Tor, das erinnert mich immer an Diablo hier, weil da musste man öfters genau durch solche Tore durch. Oder Türen oder was auch immer das hier ist. 32, fehlt noch ein Punkt. Kriegen wir bestimmt hier. Haben wir. Fertig. Raus. So. Hab wirklich nichts bekommen. Müssen wir nicht sortieren. So, wunderbar. Hier ist nur XP. Hier bekommen wir irgendwas.
Auffrischender Spinnenseidengürtel der Befestigung plus ein Potion-Slot. Das sind es ja auch 5, oder? Das ist Stufe 58, ich habe 45. Erhaltene LP bei Drangannahme, erhöhte Mannrings, erhöhte Gesundheit, Rüstung, weniger erlittene Bonusschaden durch kritische Treffer. Aber wie die HP wieder sinkt hier. Wie hoch denn? Auf 30%, gell, von dem. Erhöht die Gesundheit, erhöht die... Ja, genau, da. 30% von dem. Erhöht die Gesundheit. Ist das Ding jetzt stärker? Mehr Giftwiderstand, mehr Mana, weniger erlittene Wundeschaden, verringert LP, Gesundheitstrank von... Ach, was weiß ich, Alter. Das ist halt immer so eine Sache mit so viel Loot jedes Mal. Das 1000 Loot und verschiedene Millionen Sachen. Ich schmeiß mir es einfach weg und dann habe ich es nicht mehr. Ganz einfach. Dann kann ich es nicht mehr anziehen. So ein Ding ist das. Zack, weg ist es. So, fertig. Dann ist meins weg und fertig. Was für ein Blödsinn hier. Regeneration, Rüstung, verringerter Bewohnerschaden durch kritische Trefferschance. Gesundheit. Würfelt die Affixer gegen alles neu aus. Macht er eh nicht. Gesundheitlicher Trank, Gesundheit, Mana, Regeneration und es ist genau gleich. Ist nicht anders. Das ergibt gar keinen Sinn, dieses Ding. Das ergibt gar keinen Sinn. Würfelt die Werte aller Affixe eines Gegenstands innerhalb neu aus. Also nur die Werte, aber nicht die Affixe selbst. Ist so. Wird schwächer geworden? 1412. 1412. Was macht das Ding? Ich check das nicht. Ich check dieses Ding nicht. Na ja, dann mach mal. Giftresistenz, Kavidurchstellungsschutz, ja mach mal. Ist auch gleich geblieben. Giftresistenz, ist alles gleich geblieben. Dann tu das doch raus. Okay, hier kann ich nicht mehr höher machen. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Vier plus langsam, also ich habe null.
Ich verstehe diese Dinger nicht. Da steht da, dass es das und das macht und es macht es trotzdem nicht. So was Dummes. Die Beschreibung passt halt nicht. So, Beschreibung ist not passing. Müsste ja nicht jetzt genauso viele Trankslots haben wie vorher. Also auch 5. Weil der Gürtel hat 4 und dann ist noch als Suffix oder eine Affix sogar, also als Primary Stat. So, das sind immer 3 Inis mit dem gleichen Ding. Deswegen nochmal die Hauptwitze hier. Naja, passt. Bringt halt nichts, wenn du den Rang sogar hoch machst bei den Potion, weil geht der nicht höher. Das ist auch lustig. Jo, das ist halt anderer Schaden. Der da reinkommt, ist anderer Schaden, hä? Nicht mehr dieses Feuerding, sondern kommen andere Haubitze. Sieht man etwas schlechter, finde ich. Sieht man nicht so gut hier, das Ding. Viecher hier auch. Die Stiefel, die bestimmt nur so wieder so komische Stats haben, wo ich mich wieder wundere, was geht ab? Kriegt man hier Gegner als Ding oder was? Bei diesem, da ist eine. Ja, genau, die sieht man viel schlechter als die anderen. Sieht man aber wirklich schlechter. Halten die aus? Krass. Ist noch eine, oder? Ja, ist noch eine. Es waren immer 2 nur bei der. Auch gleich daneben, nur bei der einen Welt war nur 1. Das sieht man so schlecht, finde ich. Ist sogar noch mal neben mir eingeschlagen. Zu viel auf HP geboostet, aber wir haben gar nicht mehr HP als vorher. Jo, was sind das für Kugeln, ey? Spinnt jetzt, oder was? Irgendwelche wilden Dinger. Hauptsache, diese Einschläge sind vorbei. Ich kann mich mal eine Sekunde umsetzen. So, okay, passt. Hat gereicht. Okay.
Okay, das ist auch wieder wild, ey. Okay, 32. Hier noch, aber jetzt glaube ich nichts. Ah, doch. Ist auf jeden Fall 10-mal entspannter, so zu sitzen. Auch mal ein bisschen schief. Steißbein hier entlasten, Fuß da entlasten. Also ist schon. Schon besser ohne das Mic da. Auch eine fixe Position. Okay, passt. Let's go. Schön. Irgendwas bekommen, was wichtig ist? Nein. Boah, ist mit Bewegungstempo ist halt wert. Ultra. Erhöhte Bewegungstempo. T6 gibt es Ausweichwert, dann hat sich plus 5 Regen pro Sekunde. Haben wir dann nicht mehr. Was können wir denn hier machen? Ausweichwert und Giftresistenz. Vitalität. Wir können hier übrigens aber noch höher gehen. Durch Stufe 70 zum Schmieden. Oh, ach so, deswegen konnte ich einiges nicht machen. Ah. Mach mal das doch einfach bei dem und fertig. Kaskgeschwindigkeit erhöht Mana weg. Okay, Gesundheit. Yes. Yes, no. Take care. Ah, Helm. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Also nicht für mich. Ein Schorkenhelm. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt so mache und... Einzigartige schon nicht können nicht geschmiedet werden. Yo. Entschuldigung. Yes. Nö. Schwert der Säure. Okay. Yes. Schon wild gemacht mit dem Schmiedpotenzial, da musst du wirklich viel Glück haben, da ist schon heftig RNG. Yes. Irgendwann bräuchte ich immer eine coole Kette wieder. Achso, ich muss erst hier hin, dann kann ich ja nirgendwo anders hin. Ist ja wurscht, was für Affixe eigentlich sind. So, weg mit dir. Das mit den, wie heißt das? Hier mit den Segen ist auch heftig. Es besteht aus so vielen verschiedenen Systemen, das Ganze hier. Phoenix wieder da. Das sind echt die Viecher, die man als erstes sieht, ganz am Anfang. Weiß nicht, ob ich Fan von dem bin.
Machen auf jeden Fall komische Geräusche hier und spucken halt scheiß Feuer, ist ja klar, Phönix. Andere Seite. Oh, ich habe kein Ding, wenn ich jetzt... Ich habe keine Reaper-Form, das ist gefährlich, gefährlich. Aber der fordert sich den anderen hinterher. Jetzt hat Reaper-Form. Reaper-Form und ich muss mich kurz um. Ich töte beide Patrouillen. Each Golems, okay. Habe ich mich nur die Mauer geportet, lol. Okay. War jetzt nicht so meine Absicht, aber ist doch geil. Jetzt skipp ich das Tor, muss ich nicht links herumlaufen hier. GG. At least I got my friend. Yo, Mac Warrior oder was? Ach, Siege hieß es ja, ja, okay. Nicht meine Gestalt jetzt verlieren, das wäre dramatisch. Oh, habe ich. Muss weg. Oh mein Gott. Kommt er nach? Ja, kommt er. Zumindest seine Fähigkeit. Ah, es sind zwei. Ja, logisch. Natürlich, natürlich. Damit ich ja nicht angreifen kann, muss ich jetzt der Scheiße ausweichen. Du, ihr seid doch Wichser. Ihr seid doch ohne Scheiß Wichser, ey. Zwei, dass ich ja nicht angreifen darf. Schau mal, ich kann jetzt als Mine nichts machen. Weil ich diesen scheiß Kreisen dodgen muss, weil es zwei Wichser sind hier. Das ist fies. Das ist fies, I say to you. Aber geht ja schon geklappt. Trotzdem muss ich noch 20 machen. Da soll ich hier raus. Was haben wir? Als Erfahrung bloß. Soll ich hier raus oder was? Oder ist das, ist das so wichtig mit dem Ding? Kann ja nur schlimmer werden, ne? Okay. Wenn ich jetzt 10 hier auf dem gelevelt habe, was kommt denn dann? Habe ich 10 und dann dieser Laser. 5-mal diesen Laser. Was ist das? Hellerische Einsicht, Crit-Multiplikator 10%. Gut, das machen wir. Aber die Skills haben wir immer noch nicht. Die gehen nicht höher, oder? Die gehen anscheinend echt nicht höher als 18. Oder musst du irgendwas anderes freispielen? Weil die gehen anscheinend echt nicht höher. Die Viecher. Ja, der Phoenix kommt eh, deswegen bin ich halt weg. Is coming me eh hinterher. Oh. Die Gestalt wild. Aber klappt. So, noch 12. Ich sag mal, gut, dass das Hydra gibt, dann kann ich mir diese Geister anschauen, hä?
Wenn ich oft über diese Sachen schimpfe, schaue es mir ja trotzdem an. Nur manche so Lappalien-Guides. Ja, wie geht man mit Linksklick mit der Maus? Das muss er drücken für ein 1-Spell. W. Mit anderen Spell S, A, D. Ja, sowas nervt mich immer so. So ganz dumme Sachen. Das finde ich immer ein bisschen doof bei so Guides. Wenn man zu dumme Sachen erklärt. Oder zu offensichtliche. Gut, vielleicht ist alles, was ich nachgeschaut, auch offensichtlich, nur ich peil's halt nicht. Kann ja auch sein. Mysterious Girl. Hier kriegen wir es hin, oder? Kann ich nicht mal kurz hier... Och. Wieder andere Haltung einnehmen. Diese Geräusche. Da fängt einer an, wie so ein Psycho zu lachen. Das ist auch gut. Muss auch mal sein, ne? Man muss es ja rauslassen. Noch ein Punkt, dann haben wir's. Das hinkriegen, das wäre mit der Reaper-Gestalt. Vielleicht sind denn hier welche in der Ecke. Nee. Okay, da muss ich ja ganz woanders laufen. Ah, oh, nee, da ist ja einer. Guck mal. Reicht der? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay. Natürlich ist sie not reaching. Aber das hat gereicht. Schau mal an. Portal und tschüss. Schnauze voll hier. Irgendwas Sinnvolles gedroppt hier. Nahkampfschaden 82. Okay, nope. Hier. Hier. Akolyt des Ochsen. Hexenhut, Rüstung. Vorderstufe 21. Was hier droppt, Alter? Yes. Der Monolith-Drop Stufe 21. Ja, da legst du nieder. Okay, dann schauen wir mal. Wir machen mal das da. Schauen wir mal, wie wild es hier ist. Schauen wir mal, wie wild in diesem Level das hier ist. Muss man machen? Irgendwas Einwohner retten. So. Okay, passt. Stay safe. Weiß ich nicht, ob es geht. Oh, hier. Ich geh mal was dagegen, dass ich das mache hier. Sonst wird es nicht in einem komischen Hütte hier sein. Party in the USA. So, eine haben wir schon von 5. Oh, ohne Gestalt wild. Ohne Gestalt. Da ist halt, wenn ich einmal stehen bleibe, dann ist halt Krise. Da
Das ist ja Krise. Wenn ich einmal ein paar Sekunden nicht hau, bin ich aus der Gestalt raus und muss dann wieder 2 Minuten warten. Raus hier. Ich sagte ihm nur, er soll gehen. Er hätte auch vor mir gehen können, oder? Ich nehme den noch gar nicht mit. Ich sage ihm nur, geh mal. Hier, geh. Geh mal, bleib nicht hier. Hier, geh mal. Ruh dich aus. Oh, die Gestalt verloren. Yes? Hier, geh mal. Und jetzt keine Ahnung. Vielleicht muss ich jemanden töten, der böse ist, der die da gefangen hat. Hier ist irgendwas. Verteidige, okay, kann ich machen. War ich da nicht eben? Kommt irgend so ein komischer Kauf jetzt hier, oder was? Okay, hab Gestalt verloren. Ich bin da, du stehst auf, hältst um, stehst auf, hältst um. Okay. So, das ist kein Bug da. Boah, die Gestalt verloren. Okay, das sind jetzt echt viele. Also da kann ich. Da muss ich jetzt auch mal ein bisschen Land gewinnen hier. Das ist so ein spezieller hier, gar nicht gecheckt. Kein Wunder, da muss ich ja wirklich aufpassen bei dem. Irgendwelche Sachen auf dem Boden. Ich stehe sogar in seinem Main-Kreis. Das ist auch nicht bestimmt so gesund, aber hier muss ja irgendwann Schaden machen. Ach, der bekommt in seinem Kreis keinen Schaden selbst. Okay, hat geklappt, wunderbar. Okay. Zweihand. Ja, auch nichts Gescheites. Nutze das Portal, um weiterzureisen. Jawohl. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht, mein Freund. Nichts Cooles für mich dabei. Sehr nett. Der dunkle Aufstieg. So, die Glocken gehen bei uns. Lass ich gleich nochmal kurz aufmachen. Ein bisschen frische Luft hier. Such nach dem Kultistenlager. Jo, bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg, mein Freund. Mal schauen, ob wir das finden hier, das Kultistenlager. Kann ja auch sein, dass wir das nie finden hier. Komm, wir bleiben da nicht stehen mit diesen einzelnen kleinen Viechern da. It's not loaning sich. Finde den Anfall des Kultistens der schwarzen Klinge. Ja, mal schauen, ob wir den finden hier.
Ja, dann so einzelne Quests hier. Okay, keine Gestalt fehlt. Schild auch nicht mehr da. Muss kurz warten auf meine Gestalt. Boah, wie das Schild sofort weg war. Okay, die hauen schon rein. Die hauen schon wieder rein. Ja, und der Gestalt einfach Endgegner. Ah, hier sieht es nach Party in die USA aus. Oh, ich dachte, das wäre schon das Ende hier. Aber anscheinend ist das eine falsche Annahme gewesen. Party in the USA. Ja, komm schon, meine Gestalt endet. Ich brauche Gegner. Wieder Action. Ist immer noch nicht hier das Endteil. Oh nein, meine Gestalt ist weg. Jetzt, wo ich da so viele gepult habe hier. Muss ich echt aufpassen. Wow. Das Schild hat sofort weg, ist krass. Oh. Was soll ich machen als Mili? Ich muss ja da rein. Ich habe doch keine Range für was anderes. Vielleicht nicht gerade in dem Laser von oben stehen, dass der aus dem Orbit kommt. Und nicht in seinem Spuckerino und seinem Kreis vielleicht auch nicht. Haben wir. Habe ich ja noch gepult hier, Alter. Tschüss. War nett. War nett mit euch. So, Schallrüstung, wenn du standst wieder. Schwanz bei Trefferschwäche anzuwenden. 79. Nee, hau mal weg, komm. Yes. Irgendwas eindeutig Starkes hier. Take care. Da bin ich ja gespannt, dass das Endding. Wenn der Boss zu schwer ist, dann ist er zu schwer. Mal gucken. Mal gucken. Bin nicht mehr ganz so fit. Sind wir 9 Stunden 25 am Start. Vielleicht macht man den dann das nächste Mal, wenn er zu schwer ist. Damit ich mich halt jetzt nicht quälen muss hier. Irgendein Fuzzi der dunklen Sonne. Ja, okay. Oh, oh, oh. Welche Richtung geht das? Hä?